Herr Berg, ich bin es gewohnt, dass ich Termine mache, an die sich andere dann zu halten haben. Umso mehr freut es mich, dass Sie meiner Einladung so kurzfristig folgen konnten. Hoffentlich können Sie mir einen guten Grund liefern. Sonst komme ich noch auf die Idee, dass Sie mich nur aus der Firma weglotsen wollten. Warum sollte ich das denn tun? Verraten Sie es mir. Wir haben schon einmal versucht, Ihnen manipulierte Bilanzen unterzuschieben. Diesen Fehler würde ich kein zweites Mal begehen. Aber wie Sie wissen, findet morgen die Präsentation der Pelzkollektion statt. Und? In diesem Zusammenhang gibt es immer ziemlich viele Interviewanfragen. Man wird wissen wollen, wie es mit LCL weitergeht nach der Kollektion. Diese Entscheidung liegt ganz bei Ihnen, sofern ich meine 90 Millionen erhalte. Sind Sie... Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich nehme an, ich bin nicht hier, weil Sie meine Bankverbindung benötigen. Offen gestanden, ich benötige mehr Zeit, um die Summe aufzutreiben. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich, dass wir hier gemeinsam speisen. Ja, das dachte ich mir. Dann können wir in Ruhe über die Übertragung Ihrer Firma sprechen. Mögen Sie rufen? Sicher. Wenn Sie wollen, suche ich den mal gleich aus. Ich bitte Sie, meine traditionelle Haltung zu entschuldigen. Aber den Wein sucht immer der Sieger aus. Ja. Dann freue ich mich auf Ihre Auswahl. Er straft mich mit Missachtung. Und ich weiß noch nicht mal, woher das überhaupt kommt. Ich meine, ich habe doch bei LCL einen guten Job gemacht. Sieh's mal so. Er setzt die Messlatte so hoch, weil er dir so viel zutraut. Was wollte eigentlich dein Cousin vorhin von ihm? Keine Ahnung, aber findest du nicht auch, dass wir jetzt, wo wir ganz unter uns sind, uns ein wenig entspannen sollen? Wahrscheinlich hast du recht. Und wenn er die Show morgen sieht, dann müsste das eigentlich selbst ihn zufriedenstellen. Sachen zu tun. Das ist gar nichts. Mann, das war's. Guck dir das an. Das ist alles versaut. Einfach alles versaut. Das ist nicht nur Wasser, oder? Natriumhypochlorid und Ammoniak. Diesen ganzen Chemiescheiß haben wir durch die Rohre gejagt, damit es richtig sauber wird. Aber das ist alles hochätzend. Und jetzt ist alles auf den Klamotten drauf. Andi, das sind echte Pelze. Die haben einen Wert von 3.000 Euro oder so. Wenn man die vertickt, da sind die locker das 10- bis 15-fache Wert. Das sind locker 1 Million Euro. Ich kann mich aufhängen. Nee, vergiss das, ja? Hier. Guck mal, das ist alles halb so schlimm. Wir hatten in der Fahrschule auch mal so einen Fall. Da ging es um so einen Hund, der locker einen Schaden von 10 Millionen Euro verursachen kann. Weißt du, der Hund, der rennt von Auto, das fährt gegen einen Laternenmast, der knallt in eine Scheibe. Das ist so eine riesen Kettenreaktion. Aber das ist nicht schlimm. Also es ist schlimm, aber im Endeffekt, da zahlt das die Versicherung. Weißt du, das ist ein Haftpflichtschaden. Dafür hat man ja Versicherung. Ihr seid doch versichert, oder? Sag, dass das nicht wahr ist. Mein Fritschi, jetzt sag was. Ich glaube, ich bin komplett am Arsch. Sie werden sicher verstehen, dass ich alles daran setze, LCL in unserem Besitz zu halten. Offen gesagt, einige wenige Monate mehr würden uns schon ausreichen. Wir könnten die 90 Millionen definitiv zurückzahlen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir verlängern das Ultimatum einfach ein bisschen. Habe ich mich verhört oder betteln Sie gerade? In meinen Kreisen nennt man das eher Verhandeln. In meinen Kreisen nennt man das eher einen schlechten Witz. Sie sind überhaupt nicht in der Lage zu verhandeln. Ich wollte es wenigstens versucht haben. Trinken Sie Ihren Wein. Wer weiß, wann Sie noch einmal einen so edlen Tropfen probieren dürfen.
mit Ihnen? Ist Ihnen die Lust vergangen? Leute wie Sie fallen immer wieder auf die Füße. Wissen Sie, momentan befinde ich mich noch im freien Fall. Ich hatte mir zugegebenermaßen ein wenig mehr von diesem Treffen erhofft. Dann sind Sie entweder ausgesprochen naiv oder sehr dreist. Ja, vielleicht der beide. In jedem Fall werden Sie es sicherlich nachvollziehen können, wenn ich Ihre Gesellschaft momentan nicht länger zu schätzen weiß. Sie sind ein schlechter Verlierer. Das Essen geht auf mich. Schön. Genießen Sie es. Und wenn Sie noch können. Mit reingezogen. Wir sind nicht versichert und bis ans Lebensende ruiniert. Willst du das? Aber vielleicht machst du so alles noch schlimmer. Ja, was soll ich denn sonst machen, verdammt nochmal? Ich stehe einfach mit dem Rücken zur Wand. Das ist die einzige Chance, um hier rauszukommen. Andi, jetzt lass uns noch mal in Ruhe über alles nachdenken. Komm, geh jetzt bitte. Na los, Olli, jetzt hau schon ab. Ich will nicht, dass du hier irgendwas mitbekommst. Es reicht schon, dass mein Leben versaut ist, aber du bist mein Freund. Ich will dich da nicht mit auch noch reinziehen. Andi, das ist doch... Na los, hau ab, sonst ist dein Leben mit am Arsch, kapiert? Tu's wenigstens für Bella. Du bist auch mein Freund. Deswegen lasse ich dich hier nicht im Stich. Los. Morgen knüpfe ich mir den Wachdienst vor. Es kann nicht sein, dass man hier so leicht reinkommt. Lieber ein Haus. Wegen der Unfähigkeit haben wir uns gerade den Arsch gerettet. Können wir mal leiser reden? Der Wachdienst ist vielleicht unterbesetzt, aber bestimmt nicht taub. Auf! Pass doch mal auf! Na Gott, nochmal bin ich hier nur von Idioten umgeben. Halt die Klappe. Okay, Schlüsselkarte? Werde ich dir nie vergessen. Schon gut. Gut. Nichts ist gut. Wie soll ich das nur Bella erklären? Hey. Ihr wart aber nicht die ganze Zeit joggen, oder? Ich hab mir Sorgen gemacht. Wie seht ihr denn aus? Was ist passiert?
Schützer. Ich fass es nicht. Sie haben die komplette Kollektion versaut. Und jetzt? Wir beseitigen die Spuren. Na klar, wir wollten die Kollektion doch sowieso austauschen. Ja, genau. Es kann immer noch alles genau so laufen wie geplant. Ja. Polizei, keine Bewegung. Ansgar von Lahnstein, es ist alles in bester Ordnung. Können Sie sich ausweisen, die Herren? Michael, ich brauche Verstärkung. Ich glaube das nicht. Das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Nein, wir mussten das machen. Was hätten wir denn tun sollen? Die Schulden, das sind Millionen. Wie sollen wir das jemals abbezahlen? Bella, es gab keinen anderen Weg. Bella, ich habe das auch für dich getan. Nimm dir die falschen Pelze und verschwinde. Jetzt. Sagen Sie, wer hat Sie eigentlich informiert? Das Sicherschloss hat stumm Alarm ausgelöst. Ah. Weiß doch selbst, dass das scheiße ist. Ich hätte es auch nie gemacht, aber wir hatten nun mal keine andere Möglichkeit. Oder Olli, was hätten wir denn tun sollen? Bella, du willst doch nicht bis ans Lebensende Schulden haben, oder? Ich auch nicht. Du musst es halt nicht gut finden, was ich gemacht habe, aber du kannst es nicht auch ein bisschen verstehen? Was habt ihr da getan? Sieht aus, als wenn die Pelzgegner erfolgreich gewesen wären. Wir werden jeden einzelnen Pelz überprüfen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Diese Pelze werden vorerst konfisziert und der Tatort abgesperrt. Tut mir leid. Und Sie sorgen bitte dafür, dass hier niemand reinkommt. Ja? Alles klar. Und was machen wir jetzt? Ja, nichts. Wir haben verschissen. Mit Hilfe, oder?